natürlich wieder übelst verschoben. Ist sie ein bisschen höher? Okay. Ey, immer wieder die gleichen Probleme. So. Gut, jetzt muss ich noch schnell schauen, ob ich. Ob der Stream überhaupt läuft. Ey, fehlen mir irgendwie schon am Anfang die Worte oder was? Wahrscheinlich schon. Okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Mit diesem komischen Intro wieder. Immer bei Borderlands oder generell, wenn ich von der PlayStation aus streame, dann zieht es sich immer ein bisschen beim Anfang. Ja. Sonntag. Heute. Chilltag einfach. Sonntag mache ich immer nichts. Also ist wirklich übelst der Relax-Tag. Bei uns ist auch übelst Kackwetter. Es regnet gerade übelst schlimm. Ich ändere noch schnell die Kategorie, bevor ich es vergesse, und dann können wir alles, ja, starten. Alles starten, genau. Ich vermisse mein altes Gesicht. Ich vermisse meine Sommersprossen. Okay. Ich habe ein bisschen Verspätung, also es ist nicht ganz 2:30, also ich habe nichts in die bei Insta gepostet. Es war jetzt gerade noch, gerade so ganz am Rand. Bei der Schwelle, wo ich einen Post gemacht hätte, aber ich habe noch vorzeitig geschafft, nach Hause zu kommen. Okay. So. Alter, das labern die ganze Zeit. So. Gut. Ich musste noch schnell kontrollieren, ob ich überhaupt die Kategorie angepasst habe. Oder ob es überhaupt angepasst worden ist. Müssen wir jetzt die Mission bei Pickle abgeben? Warte. Ah ja, okay. Geheimraum ist bei ihm. Wir haben ja gestern ganz am Ende noch diese Waffe hier bekommen. Die ist jetzt natürlich auf unserem Level angepasst, aber es dauert nicht lange und dann sind wir ja schon Level 53. Und dann wird ja alles wieder hochgestuft. Leider. So, Pickle. Natürlich ist die Ziege wieder aus. Der Schatz vom Echo Madre. Ist Schatzsuche dein Ding? Dann könnte heute dein Glückstag sein. Ich glaube, wir sind was ganz Großem auf der Spur. Ich glaube, wir müssen irgendwas mitnehmen. Echo zugeflogen, indem es heißt, im Outlands Canyon liegt eine Schatzkarte rum. Könnte heiße Luft sein. Aber ich bin nun mal ein Träumer. Ah, wegen Eliza. Stimmt, jetzt kommt Eliza wieder. Ob du die Karte findest. Okay, wo ist die Schaufel? Ah, die ist hier. Okay. Wir werden natürlich eine halbe Stunde überziehen. Ich mache ja generell immer bis 4 Uhr. Aber jetzt machen wir bis 4:30. Natürlich. Wenn ich ja auch schon Verspätung habe. So 2 Stunden müssen jedenfalls sein. Wir kommen ja immer regelrecht gut voran. Also mit 2 Stunden. Wir haben ja, glaube ich, den letzten Run in 5 Streams. Oder 6 Streams. Ah, keine Ahnung. Ich glaube, in 5 Streams haben wir den Run beendet. Ja, okay, dieser Run dauert natürlich ein bisschen länger, weil wir schon beim Anfang verkackt haben. Das war so schlecht. Aber wenn schon, ey, wenn schon haben wir es hinter uns bekommen. Irgendwie habe ich es hinbekommen, dass uns niemand angegriffen hat. Krass. Okay, ich sollte mal runtergehen. Wegen Luft und so. Jetzt kommen natürlich alle Talks. Hier hätten wir eigentlich, oder hier haben wir letztes Mal, ja, übelst gefarmt wegen weggezappt. Ich bin so froh, dass wir das gestern schon fertig gemacht haben. Heute kommt mehr eigentlich Nebenmissionen. Jetzt, ich glaube, jetzt kommt die größte Wand an Nebenmissionen. Bei Triton Flats müssen wir übelst viel machen und. Oh nein. Und genau hier bei Outlets. Dammit! Nein, genau jetzt! Ja, die Gejacks bekommen schon irgendwie. Glaube ich. Jo, okay.
GG einfach. So, auf. Geil, weiße Waffen. Waffen wir immer. Au! Okay, sie wollen Beef, dann. Das bekommen sie, komm. Ah, das ist der Typ, ich wollte ihn abschießen. Komm her, Boy! Arsenal Outlaw, das für Name. Und Dead. Oh, geil, er hat das heiligste aller Waffen gedroppt. Die weiße Waffe. Okay, ah, da. Gefrier! Los! Wow, er hat Laser. Oh, alle Achtung. Au! Okay, Handgranatenpower. Dammit. Komm her, Boy. Hier. Ist er eingefroren? Leute, er ist eingefroren, einfach so. Natürlich ein Ultimate. Ah. Komm her, Boy. Dammit. Es sind einfach zu viele. Nein. Okay, wir dahin. Mit Sicherheit. Oh Mann. Also beim ersten Feld sind wir viel besser durchgekommen. Schon alleine, weil keine Gegner gespawnt sind. Hier mussten wir halt in das gegnerische Feld rein. Ist, nicht besonders gut, oder? Hat Jack irgendwas gesagt? Ich habe ihn nicht verstanden. Es klang so, so arschlochmäßig. Spreche ich nicht. Ah, oh, Mann. Oh. Und Leute, Jack ist natürlich sehr lieb. Weiß doch jeder. Ach komm. Oh, was? Okay, das war ein nicer Move. So, auf ihn. So, ist der schon mal weg. Komm her, Boy. Okay, er ist angekommen. So, nice. Oh. Leider ein Schild. Glaub an mich, weil ich an dich glaube. Langsam kann ich die Sätze auswendig. Ah, wir müssen ja zum Mülldeponie gehen. Warum gehe ich nochmal? Ja, okay, wir hätten so oder so hier nochmal durchgehen müssen. Okay, interessant. So. Und. Oh, wir haben sogar jemanden noch gekillt. Das nützt uns nichts. Ich glaube, wir müssen uns noch mehr reinhängen. Oh, das ist nicht unsere Schatzkarte. Grab weiter. Ja, ja. Das klingt gar nicht gut. Ich glaube, wir hätten noch nach Concordia gehen sollen. Sonst gehen wir da noch. Nein, da, Söhnchen, wir haben eine. Wir sind ja eigentlich in der Nähe. Wenn die Koordinaten auf deinem Echo ankommen, haben wir es so gut wie geschafft. Da, wo das X ist, wirst du fündig. Okay. Gold, Juwelen, tonnenweise Blick. Hä? Wir werden stinkreich sein. Komm an jetzt wirklich nicht mehr hier nach oben. Ich habe das Versteck auf meiner Schatzkarte mit einem X markiert. Ich hoffe bloß, dass das keiner findet. Das wird mir alles versagen. Ja doch, das sollte man doch schon schaffen, oder? Ja, eben. Ich dachte schon, naja, eine unsichtbare Wand jetzt hier hinpacken, ist ja übel so nötig. War doch clever, sich vor dem großen Bersten von Elpis zu verkrümeln. Ah, oh, dammit. Schreckliche Zeit war das. Ja, okay, wir machen die Mission trotzdem. Die Reisestation ist dort, wo Pickle ist. Auch ich. Dann ist auch egal. Er gibt ja gleich dann wieder eine Mission. Und dann müssen wir weg von hier. Beziehungsweise, ja, wir müssen da nochmal kommen. Oh, der hat letztes Mal uns eine übelst gute Waffe gegeben. Mund Owner. Letztes Mal war es doch der ausgestoßen oder irgendwas so. Nice. Yo, er droppt immer seine Waffe. Das ist seine Sniper. Schon letztes Mal. Die war übelst gut. Ja. Als ob. Ah! Ja, okay, wow. Jetzt kommt noch Tox.
Ja, okay, komm, ich. Wo ist der Talk? Wo ist der Talk? Nein! Wo ist der Talk hin? Okay. Ja, beschweren kann ich mich da eher weniger. Das war wirklich close. Alter. Ja, ich hätte eigentlich anschalten sollen. Ja, damit. Ja, wir gehen jetzt zum Mix. Dieses Mal mache ich nicht den gleichen Fehler. Wo ist er? Komm her, Wolke. Plötzlich so eine Giftwolke einfach. Ja, hier ist das X. Ist das alles? Ein Haufen Felsbrocken? Ah, ich verstehe. Wir müssen da durch. So. Ich hab's. Genau. In der Hydro-Dingsbum-Station gibt's bestimmt ein paar Knallfrösche. In der Hydro-Dingsbum. Wenn du da mal genau schnell welche stibitzen gehst, sind wir in 0, nichts wieder hier. Oh. Ist der einfach noch Mond gestanden? Okay, das war jetzt nicht schlau. Oh, oh Mann, warum? Du hast eine tolle meine Inkompetenz wieder. Ja, natürlich wollte ich das bewusst machen, weil hier war noch ein Mondstein. So schlecht. Vor allem jetzt ist das Fahrzeug kaputt gegangen. Das wollte uns schützen, dass wir den Fehler nicht nochmal machen. Oder ich. Ah! Was? Plötzlich fliegt so einfach eine Königin runter. Jetzt heißt sie aber Talk-Göttin. Man kann sich nie daran gewöhnen, wie sie heißen. Sieh dir diese Witzfiguren an. Die schaffst du doch mit links, oder? Diese Schatzsucherei macht Spaß, hm? Ja, let's go. Die Lammbahn kommt sogar hier so alleine rüber. Beim ersten Run haben wir es nicht geschafft, das weiß ich noch. Oder jedenfalls zurück. So, ein bisschen jetzt Luft tanken. Wow, ey. Übertreibt doch nicht gerade. Boah, okay. War nicht so schlau. Au. Ich wusste es, dieser Adams war ein Gift. Was? Bursche. Woher kommt jetzt plötzlich dieser Typ? Oh, kaputt. Nein. Ah. Gefriert. What the hell? Was will jetzt der Typ? Vor allem der hier. Okay, der ist was. Ah, der ist jetzt hier. Das ist ein ultimativer. Yo, ey. So, jetzt haben sie gar keinen Chill mehr. Ernsthaft? Was ist mit dieser Welt los? Oh, das wird der Beginn von etwas ganz Wunderbarem. Mondsteine? Meinst du, dass da auch Mondsteine drin sind? Nein. Wahrscheinlich eine Bazillion davon. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin. Am Boden zerstört. Sie kommt zurück zu mir. Sie kommt zurück. Oh, hier ein Geschenk. Geschenk. Sie kommt zurück. Das ist nicht dein Zuhause, sondern meines. Sorry. Tag. Keine Ahnung. So, schon wieder unterbrochen worden. Tut mir leid. Sieh dich in dem anderen Raum um.
bestimmt. Also Kryos ist wirklich nach wie vor absolut das Beste, was man hier so haben kann. Oh. War ja nicht gerade der Schatz, auf den ich spekuliert hatte. Nice. Ey, das können wir dann einwechseln. Sobald dass wir 53 sind, nehmen wir diese MP. Dann wechseln wir sie gegen die hier aus. Obwohl die gut ist. Aber eine MP kann man sicher gebrauchen. Wir können auch hier die Sniper nehmen. Wir haben langsam wieder zu viel. Ah, ich pack mal. Oder wir verkaufen mal ein bisschen. Wir hatten eine Feuerpumpgun. Ah, ich pack mal jetzt die Sachen raus. Okay, weiße Waffen haben wir wieder ausreichend. So. Eigentlich das Schild, was wir gerade haben mit dieser Kryonova, ist eigentlich immer noch gut. Brauchen wir eigentlich gar kein anderes. Dann verkaufen wir die zweimal. Egal. Warte, hier war. Ach, das ist ein weißes Schild. So. Auf geht's. Irgendwie draußen wartet noch ein Gegner. Keine Ahnung. Ach, come on, ey. Was ist mit euch los? Er verfolgt uns bis hierhin. Das ist dein Untergang. Why, vor allem? Warum? Wirklich? Was haben wir ihm getan? So, ich hoffe jetzt, das Fahrzeug von uns hat irgendwie überlebt. Dann spawnen wir direkt dorthin. Müssen wir nicht nochmal die ganze Strecke fahren. So, perfekt. Nein. Ihr habt ja gerade wieder das Aufploppen gesehen. Es war wieder ein Bot. Wieder wanna become famous. Immer die Kackbots. Nein, fahr ab. Big Mac Bunny weg. So voll das Meme. Schade ist Harmon gerade nicht da, dann würde er schon instant ihn wegbannen. Vielleicht kommt er ja, okay, dann ist sie schon vorbei. Oh man, immer Bots. Warum wird man immer gebottet? Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass jeder eigentlich instant rafft und jeder nervt sich schon dabei, außer wenn man es will, wenn man interessiert ist. Aber ich bin's ja nicht. Wegen dem ist fängt langsam an. Gut, ja, wir nerven wir auch nicht gerade. Es liegt bei dir, wenn du soweit bist. Da dachte ich also danke. Nach dem großen Berg. Danke. Okay, er hat uns schon eine Waffe gegeben. Aber zwar, die ist jetzt Level 52. Nö, wir lassen mal. Aber da triffst du diesen Irren, Rabbit Abbott. Ich freue mich übelst. Und der lässt den Namen meiner Schwester fallen. Ist aber 52, ja. Leiser wäre Mause tot. Damit. Nicht. Das wollte ich nicht. Plänzchen. Und ich glaube, ohne meine Hilfe hält sie hier nicht lang durch. Ich gebe dir ihren angeblich letzten Aufenthaltsort auf dein Echo. Okay. Wir gehen dorthin, Boy. Keine Sorge. Also wir gehen jetzt als erstes nach Concordia zurück. Ich glaube auch von der Mission her müssen wir instant zur Roboterfabrik gehen. Aber wir werden ja jetzt ein bisschen unterbrochen. Ey, das ist doch ein Joke. Was ist heute mit dem los? Ah, der will Rache nehmen. Der ist so angeschlagen. So. Weil zwei Laser ist trotzdem nicht gut. Wir müssen übelst viel Laser-Munition kaufen. Ich glaube, wir müssen nochmal hier hin zurückkommen. Irgendwas war noch mit diesen Teilen, die wir. Ja. Genau. Okay, ich verkaufe aber als erstes mal Zeug. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Ey, brauchen wir gar nicht. Vor allem ist es eine Scav. 48%. Oder 48 Waffenmagazingröße bittet und euch wird er gegeben. Okay.
Ja, die können wir eigentlich wegmappen. Die brauche ich ja nicht. So, die brauchen wir auch nicht. Wir haben eigentlich gute Waffen. Wir können uns jetzt wirklich gut wehren. Brauchen wir nicht. Das ist 53. So. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Ich würde auch sagen, wir gehen als erstes dann mal die weißen Waffen wieder abgeben, dass wir noch mehr Platz bekommen. Okay, was war denn hier nochmal? Ah, dieses Notsignal. Ja, ja, okay. Bei ihr müssen wir zu Outlands Burr hingehen. Oder fette Beute. Ja, eine Handynummer. Rein Tisch machen. Ich bin nicht die Einzige, die sie. Der Bürriff, dieser stinkende Verräter, ist vielleicht tot. Aber ich hasse halbe Sachen. Klar, ich kann ihn nicht nochmal killen, so gern ich das täte, glaub mir. Aber ich kann dafür sorgen, dass am Ende keiner mehr weiß, dass er je gelebt hat. Der alte Huckster hat wohl so Audiotagebücher über seine Taten geführt und drei pikante Echos in seinem Büro versteckt. Finde sie, vernichte sie, löschen wir die Zeugnisse seines schmierigen Daseins aus. Aha, das, Hallo. Ist das Ding eingeschaltet? Na, ich glaube, wir haben gerade das hier angenommen. Ich bin Sir Hammerlock, Zoologe auf Pandora. Auf diesem Mond gibt es einige faszinierende Kreaturen, aber eine Spezies hat es mir besonders angetan. Ich halte nichts von interplanetaren Reisen. Könntest du also für mich ein paar Exemplare fangen und runterschicken? Nope. Klar doch. Das machen wir doch immer, Hammerlock. Immer. So. Jetzt noch Liebe und Triebe. Dame gekommen heute mit wir müssen noch das Geschenk holen. Kreatur in Hölle. Sie nennt Drescher. Zum Glück sind wir Kreatur noch in der Nähe. Hat getötet Mann von Lady. Bringt Nina auf Gedanke. Nina sollte heiraten. Vielleicht Kammerjäger kann helfen. Ernsthaft im Aquarium? Was für ein Arsch. Komm, hören wir uns den alten Sack nochmal an. Dann müssen wir ja noch ein Mixtape machen. Mein erster Tag im Amt und jeha, ist das herrlich, der King. Das meinte ich eben. Bei Pre-Sequel gibt es viel mehr Missionen, wo man warten muss. Ist nicht gerade das Schlimmste, aber wenn ich das jetzt irgendwie 10-mal machen müsste, würde es schon rein nerven. Beim dritten Mal und im richtigen Maße kann man ja auch nichts mehr davon rausnehmen. Also vielleicht beim ersten Mal hören übersieht man ein paar Stellen bei den Dialogen oder so. Und beim zweiten Run kann man die dann wieder aufholen. Beim dritten Run weiß man es dann schon. Also ist jedenfalls bei mir so. Dicker Fisch. Ich muss mal an meinen Metaphern arbeiten. Jedenfalls... Die Zukunft ist rosig für Huckster Team Meredith. Kann ich jetzt zerstören? Concordias neuer Bürriff. Bürriff. Bürgermeister und Sheriff in einem. Ach. Wow, wie viel Scheiße kann man eigentlich verzapfen? Glaub nicht an dich, glaub an mich. Danke, Jack. Ich an dich glaube. Sogar der diese Wiederholung nerven mich da nicht, weil sie uns um einiges viel... vereinfachen. So, wir müssen jetzt hier in dieses Teil und dann das. Der alte Bücherregaltrick, was? Der alte Knacker war ein wandelndes Klischee. Er versteckt heutzutage noch seinen Mist hinter einem Bücherregal und wir hatten... Alles läuft nach Plan. Ich bin reich. Ah, das müssen wir auch zerstören. Träumen lassen. Beliebt. Bitte, Jack, unterbrich ihn nochmal. Neulich kam Philo Simmons, der mit dem komischen Bein zu mir ins Büro und dankte mir für die Aktion Geld für Lebensmittel. Dankte mir, schüttelte mir die Hand, Tränen in den Augen, zitterndes Kinn und alles. Ich bin ein verdammter Heiliger. Nur, warum kann ich nicht mehr schlafen? Klar, ich glaube, man könnte es unterbrechen, indem dass man einfach rausgeht, aber ich muss doch auch raus sehen. Aus der Map und ich wieder rein. Trotzdem, was diese Stadt dann geht man es kaputt machen, geht zum nächsten, aktiviert man es, also hört man es, ja, hört man es an, geht wieder raus, kommt wieder rein, ist es wieder unterbrochen worden. Einem wie dem wächst nicht über Nacht ein Gewissen. Er sagt ja selbst, er hat lächelnd den Leuten das Essen please. Aus dem Mund gestohlen. Klar, please. Das Universum ist hart, aber das ist kein Grund, ein Arschloch zu sein. Außer, du bist dabei witzig. Dann ist es total in Ordnung. Aber der war nicht witzig.
Manchmal die Schüsse gehen auch einfach durch die Objekte hindurch. Als ob der Lauf wäre so und hier ist das Objekt und dann die Schüsse gehen einfach so durch oder fangen erst hier hin, hier vorne an, obwohl der Lauf ja hier ist. What the? Ist auch nicht ganz so optimiert hier. Bei Borderlands 2 habe ich fast nie solche Situationen erlebt. Also wirklich nicht. Automat im eigenen Büro? Okay, das hat irgendwie Stil. Komm, wozu sich das anhören? Zerstör das Ding einfach, ja? Wirklich? Ah, ich würde mir das gern anhören. Na gut. Mann, wer ist hier eigentlich der Boss? Sie kam letzte Nacht. Da ist Schlampe. Oh, Mann. Ich brachte mich dazu, Hyperion zu verraten. Mir geht's nicht um den Vorstand. Oh! Keine Säcke. Okay, das war jetzt sogar noch nice. Die ahnungslosen Arbeiter, die zu okay, während dem, dass er redet... Schauen wir jetzt noch alles an. Vielleicht haben wir irgendwo eine weiße Waffe. Als ich ihr Geld annahm, spürte ich, wie das letzte bisschen, das ich noch Seele nennen konnte, zerstört wurde. Aber ich wollte nicht sterben und hätte ich nicht getan, was sie wollte, wer weiß, was sie Concordia angetan hätte. Ich hatte die Schlüssel zur Helios. Wenn ich gehe, lassen Sappedon und ihre lila Armee meine Bürger vielleicht in Ruhe. Ich fange irgendwo nochmal so an. Ich glaube, wir haben alles. Wir haben ihn komplett ausgeplündert. Ah, warte, jetzt können wir gehen. Ich bin doch der größte so lost. Sorry, Leute. Ja, vielleicht hätte ja man irgendwo noch eine weiße Waffe gefunden. Keine Ahnung. Nein. Man darf es nicht unterbrechen. Man muss es ganz anhören. Ich bin gerade so enttäuscht, dass das nicht funktioniert. Sie kam letzte Nacht. Als ob. Um den Vorstand. Geldgeile Säcke. Aber die ahnungslosen Arbeiter, die zu töten wahrscheinlich. Tu das nicht! Ich wollte sie nur ansprechen, hallo. Als ich ihr Geld annahm. Warum reagiert sie so? Das letzte bisschen, das ich noch Seele nennen konnte, zerstört wurde. Aber ich wollte nicht sterben und hätte ich nicht getan, was sie wollte, wer weiß, was sie Concordia angetan Schnarch. Hätte. Ich hatte die Schlüssel. Schlaf jetzt dann gleich ein. Wenn ich gehe, lassen Sappedon und ihre lila Armee meine Bürger vielleicht in Ruhe. Nein. Ich fange irgendwo nochmal von vorne an. Büße für meine Sünden. Obwohl ich weiß, dass ich nur weglaufe. Ich verdammter Feigling. Ich bin doch der größte Arsch auf dem Mond. Es gibt einige Arsch auf dem Mond. Aber ich bin der größte. Hux wälzte sich also im Staub und wollte alles wieder gut machen, hä? An mir soll es nicht liegen. Verleihen wir ihm Unsterblichkeit mit einem Lied. Zerstöre das letzte Echo nicht. Nimm es, bring es zu Moxie und gib es diesen DJ-Arschlöchern Boom und Rang. Die schulden mir einen Gefallen. Ich habe ihnen diesen Job besorgt. Nein! Ich hab das Echo mitnehmen sollen. Oh! Oh nein, ey, das ist doch ein Joke, meine Ungeduld. Ah, gut. Ich dachte, vielleicht wäre es jetzt gebroken. Okay. Das hat niemand gesehen. Okay, jetzt haben wir definitiv länger bei diesem Run als beim zweiten. Der zweite Run wird der schnellste von allen. Oder ist der schnellste von allen. Es war bei Borderlands 2. Was der dritte Run, weil wir dort uns übelst vorbereitet haben. Nina schickt dir Koordinaten, ja? Ja. Kandidat Nummer 1. Ja. Auf die Hand, die plötzlich so aus dem Pult rauskommt, wie ein Bot unten dran wäre. Ja, schön. Während Sie daran arbeiten, musst du was anderes für mich erledigen. Kennst du diese abartig hässliche Statue vom Beruf? Ja. Ihren Kopf. Ich habe eine Idee. Wird dir bestimmt gefallen.
Bring mir ihren Kopf. Ich dachte, Büriffwähler. Mann, sogar seine Statue ist hässlich. Egal. Verschönern wir sie, indem wir den Kopf entfernen. Schieß ihn runter oder so. Das wird lustig. Was wird wohl passieren, wenn wir draufstehen? Das ist ernst gemeint. Ja, los, mach. What? Bester Bug. Also gut, okay. Bin ich gegen Explosionen versichert? Ja, wenn es auch nur annähernd so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden die Bewohner dieser Stadt davon noch in einer Million Jahren sprechen. Hä? Moped war gerade broken. Und ich war nicht in Bewegung, dann hat es nicht richtig reagiert. So. Hat sie hier noch weiße Waffen? Nö, aber Munition. Gell? Okay, siehst du diese Spitze ganz da oben? Die Rakete braucht eine neue Galionsfigur. Spring hoch und verpass ihr eine. Und voilà. Seine arrogante Visage wird voll in das dreckige Loch krachen, auf das wir sie richten. Apropos, gib die Zielkoordinaten für die Rakete ein. Keine Ahnung, sagen wir Pandora? Hat der Planet ein Arschloch, in das wir sie schicken können? Von diesem hier mal abgesehen. Oh, er will ihn einfach komplett durch den Dreck ziehen, das ist so mies. Man hat ja gehört, dass der Beruf so ein bisschen zwiegespalten gewesen ist. Einerseits hat er, ja okay, er hat schon viel schlechtes Zeug gemacht, aber er hat ja am Schluss, hat das ja eingesehen. Aber ja, okay, er hat auch Jack einfach angegriffen. Sie ist so ein bisschen, ja, man kann nicht so ganz sagen, ob es jetzt gerade richtig ist oder falsch. Also man hätte es anders lösen können, sagen wir so. Vielleicht einfach komplett lassen, was es sein lassen. So, hilft Sir Hammerlock, das Canyon und hier nichts ist niemals eine Option. Mussten wir nicht irgendwas machen? Mit diesen Teilen? Also wir mussten ja irgendwas zusammensuchen. Ich glaube, das war auch für Pickle. Und dann mussten wir zu diesem Museum. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Ha. Okay, wir gehen jetzt als erstes zu Triton Flats. Das war super. Also jetzt mal ganz ehrlich. Geben dort alle weißen Waffen ab. Und dann gehen wir weiter zu Outland Spur. Dass wir dort schnell die Spring-Mission auch abschließen können. Ich glaube, dann wird uns Spring... Stimmt, das war der Typ. Der wollte ja die Teile, um sein Gerät oder seine Rakete fertig zu... okay, gerade. Was war das gerade für eine Explosion? Magma-Flüsse? What the fuck? Ich bin ja mal schlecht. Das ist sehr übel, meine ich. Hä? Ey, dass der Laser immer noch so viel Schaden macht, ist krass. Ah, die meisten Gegner sind draußen. Okay. Let's go. Also sind wirklich alle unten. Das sind sicher Schuko. Schukurat Tyrann. Oh, weiße Waffe. Ah nein, es war eine Handgranate. Und Kabusch. Ah, das ist Valley Bronn. Okay, Valley Bronn war mal. Wieder eine weiße Waffe. Hey, du kannst jetzt gut aufsammeln. Und Spin. Ja. Seht ihr? Diesen
einige Scheibchen zu schneiden? Nur mal so als Gedanke. Und er ist auch da. So. Alle dann. Einfach weg. Gut. Warum sind wir so angefroren? Ah, vielleicht früher fast kaputt gegangen in der Nähe. Sehr gut. Oh. Ah, es sind von den Schokorats die kleinen Biester hier in der Nähe. Qualmen da. Ah, okay, dann sind sie sicher feuerresistent. Du hast eine tolle Persönlichkeit. Gibt's Munition? Ich dachte schon. Ich würde sagen, wir gehen noch als erstes auf diese Schokorat. Ja. Ja, ist halt resistent gegen das. Okay, er kommt nach oben. Rage. Yo. Ja, ist dann nicht ganz, aber oh nein. Yo. Einfach auf ihn selbst drauf. Ah, das war die Mission. Stimmt. So. Sagt er nichts? Nimm das Echo. Ah. Lol. Wo das hingeflogen ist. Müssen wir als nächstes dann dorthin. Wir können auch als erstes Triton-Flats machen. Oh ja, Sir, ganz bestimmt sogar. Das spielt ja keine Rolle. Die Händler verkaufen Ihnen genau dieses Teil, nur umetikettiert, um ehrliche Kunden wie Sie zu betrügen. Bei meinen Preisen sparen Sie sich deren überzogene Gewinnmargen. Also dann, abgemacht, junge Lady. Oh, no. War schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen, Hui. Sir. Viel Spaß beim Einbau. Ich habe einen. Das war auch close. Fast wären wir wieder runtergeflogen. Danke nochmal. Süß, aber dumm. Sobald ich diesen schicken neuen Dampfstrahlverdichter eingebaut habe, überfahre ich sie und hole mir mein Geld zurück. Und dann kam Karma. Verflixt! Das ist Eliza! Sie hört sich aber total schräg und vornehm an. Ach, Hauptsache... Sei gegrüßt, Abenteurer. Du musst mir, Cosmo Wishbone, universal Gelehrter der Extraklasse, deine Rowan Clefter Lion. Ich möchte diesem Mond meine selbst komponierte Musik gönnen. Um dies in großem Rahmen zu tun, werde ich einen Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Dazu habe ich eine Rakete gebaut. Fast. Hilf Warum mir, schaut er immer nach oben? Du wirst Teil meiner Sache. Ja, okay, wir sind ein bisschen größer, aber so groß, dass er so nach oben schaut? Und belohne dich fürstlich, wenn du sie mir. Und jetzt schaut er normal. Und besorge mir einen Flussregler. Oder ist irgendwie die Kamera hier positioniert bei Jack? Ein Flussregler wird helfen, die Energie der Excelsior zu kontrollieren. Und verzeih die lauten Nachbarn. Natürlich hätte ich das nicht okay. erledigen können. Okay. Finde den Flussregler. Okay. Verehrer Nummer 1, wo war der nochmal? Der war gerade neben uns. Und dann ist nur noch zu den Waffen und die Hauptmission. Ja, dann machen wir Verehrer Nummer 1, weil das ist gerade gut, dass wir das als erstes machen, weil Nina will dann noch, dass wir nach Outlands Canyon gehen. Was ist so eine Waffenkiste? Habe ich auch noch nie gesehen. Oh. Ich nehme jetzt nicht zu viel mit, weil wir brauchen noch Platz für die Weißwaffe. Okay, der ist ja genau hier. Gehe ich auch direkt hin. Er hübsches Gesicht. Gebe Pralinen und Blumen. Was ja. willst du, Kammerjäger? Wir sind von Schwester Nina. Kaum zu glauben, was? Die kleine Schwester Nina. Klein? Ich hatte ja keine Ahnung. Werd ich rot? Ich werd rot, oder? Sag Nina, schöne Aussicht, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Dort hinten ist die Fabrik. Ist. Was macht der dort? Nicht, wenn ich dich zuerst töte. LOL, einfach mit der Pistole. Ja, schade.
aber zu schwach. Boy? Er hat vergessen, du testen Kandidaten, ja? Wenn Herz gemacht für Ninas Liebe. Yo. Okay, er ist verloren. Jetzt. Tut mir leid, Boy. Kandidat Nummer 2. Nicht vergessen, Karte und Blumen. Ja, ja. So. Und wir können wieder gehen. Nice. Ich muss hier noch ein bisschen Luft auftanken. Ja, da wäre halt jetzt eine MP in Korrosion optimal. Oh, wie nett, Jack. so random einfach. Und wenn wir down gehen, dann beleidigt er uns. So. Let's go. Zu viel. Oh mein Gott. What? Hey, konnte ich gerade nicht so nachvollziehen, aber ja. Warum nicht? Okay, irgendwo. Die Elf ist Sana wieder. Das ist jetzt Level 53. Bisschen stronger als vorher. Okay, die Bösartigen sind jetzt säuret. Gut. Auch noch einer. Ist halt bei Dahl immer nervig, wenn man zielt, dass man die ganze Zeit die Tasten spammt. Und wenn man so ist. Ja, okay, wow. Okay, jetzt haben wir gerade zwei Schokorats gegen uns. Geil. Warum nicht? Komm schon. Das war wirklich Luck. Nein, ey, wie viel kommen hier? What? Was war das jetzt? Bitte? Oh mein Gott, ey, was für Luck. Ich schieße hier das ganze Magazin raus, damit diese Schokoratte einfach down geht. Keine Chance, falls nicht gegen unseren Laser hier. So, drauf. Ich glaube, das Geschütz hat uns auch am meisten noch reingenervt. Okay, das war ein bisschen zu viel auf einmal. Sehe ich sogar ein. Na. Ganz böse. Irgendwo hier hinten hat es auch noch einen Gegner. Ich nehme an, diesen. Ja. Das war ein Fehler. Gut. Ey, unser Auto hat überlebt. Oh, das Stingray. Hier in unseren Reihen, der du uns rüstest für die Schlacht, werden die Soldaten Mut schöpfen. Okay, wie viel haben wir jetzt? Oh, wir haben Badass-Rang wieder. Zu den Waffen und... Oh, wir haben sogar 5. So. Oh, noch 8! Noch 8 weiße Waffen! Also, weniger, weil wir haben ja mehr. Oh, jetzt müssen wir hier verteidigen. Sie sind bald hier. Schütze das Arsenal und dich selbst natürlich. Ich brauche Verstärkung.
So. Also ich muss sagen, ich gebe dann ungern diesen Schmetterangriff weg. Oh mein Gott, ey, der hat viel Leben, dass er so lange aushält. Okay, die Jacks sind dort ein bisschen beschäftigt. Kosmonaut. Okay, bye Cosmo. Oh, da wollte jemand wegfliegen. Aber nicht mit uns. So. Man sieht immer nur ganz, ganz wenig den Kopf raushängen. Wow, falsch beschissen. So. Au. Passiert halt. Ah, das war der letzte, Leute. Klappender Schokorad. Schon wieder so einer. Also wirklich. Wow, wie es gerade ausgesehen hat von dem Effekt. Droppt das irgendwas Spezielles? Keine Ahnung. Vielleicht sind das einfach die normalen Schokorats, keine Ahnung. Egal. So. Ich glaube 8 Stück. Wir haben einfach noch 4, die dann fehlen. Nice. Und dann haben wir die Mission dann auch schon wieder abgeschlossen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Eigentlich sollten wir dann diese Mission so lange noch offen lassen, bis wir dann ganz am Schluss stehen. Ich glaube, wir machen das auch so. Also ich nehme dann die Mission erst gegen Ende an. So. Jetzt. Was ist jetzt, nochmal Pickel. Ah, stimmt. Machen wir jetzt das noch schnell zu Ende. Und dann müssen wir eben zu den beiden Outlands-Gebieten. Halt jedes Mal, wenn man übelst viel neue Gebiete freischaltet, schaltet man dann auch schlussendlich neue Nebenmissionen frei. Ganz viele. Ich hätte eigentlich mit dem Mondbuggy gehen sollen. Ein bisschen schneller. Ich glaube, wir wechseln dann gleich. Weil dort vorne ist ja so ein Stand. Die Schokorats sind einfach so aggressive Viecher. Das ist so unglaublich. Ey. Also die Schokorats sind wirklich komplett am Übertreiben. Wir gefrieren jetzt einfach alle ein. Als ob. Gut. Sehr gut. Dann ist wieder einer. Wieder einer und dann kommen 4. Spaß, 2, aber wir schaffen schon 4. Okay, einer ist. Ja, damit ist noch eingefroren. Aber ich nehme an, nach 4 sollten die Nester ausgeschöpft sein. Ja, okay. Fast ein Level Up. Also sicher nach dieser Mission haben wir ein Level Up. Oh, danke. Das habe ich gebraucht. Diese hübsche kleine Ratte hält mich an. Sagt sie mal. Eliza hat dem Knacker sein Gefährt geklaut? Ha, nicht schlecht. Finde
die Frequenz des Peilsenders so mies. Wenn einer meine Schwester findet, dann ich. Hufa. Ja, also die Sache ist die, ich brauche diese Tracking-Frequenz. Du machst Witze! Nie und nimmer sag ich dir das! Nein! Das ist der Einzige, der nach oben schaut. Nein! Niemals! Nein! Erwürgen Kanal 27! Oh. Gut gemacht! Das war ja ein verstockter Spinner! Okay, ich gehe auf Kanal 27 und aktualisiere dein Echo. Ah, okay. Okay. Dann haben wir uns sogar ein bisschen den Weg frei gemacht. Auch wenn wir einfach vorbeigezischt wären. Du liebe Zeit! Ist das Eliza? Sie ist verloren! Diesmal keine Kill. Hör dir das Echo an und lass die Russells in Ruhe. Das sind Waisen. Ich hab das Luder tagelang verfolgt, nachdem sie mein Lieblingsgewehr Borganella geklaut hat. Ich hatte sie fast, habe ihren Schlitten zerballert, aber sie ist schwach. Als geht's nach Crysing Scar. Wenn du das findest, sie hat die Jetfighter-Schlüssel. Schätze, sie will nach Crysing Scar und ja, meinen ganzen Stolz klauen. Jetzt müssen wir das noch überleben. Das wird auch ein bisschen tricky. Weil ich hoffe, wir schaffen das. Man muss Eliza ja beschützen. Ja, das sollte schon gut gehen. Ach komm. Das sind wieder alle Scabs. Sind eigentlich alle in einem... Ah nein, sind ja alle angepasst. Ich wollte sagen, in einem tieferen Bereich. So. So. Hä? Ja, den haben sie. Du bist nicht die hässlichste Person, die ich je getroffen habe. Immer so nett. Down. Ja, auch. Einer ist hier rum. Gerade runtergesprungen. Gut, next. Ich find's so geil, wir können endlich wieder mit dieser Pistole kämpfen. Oh, ja, egal. So. Sie müssen ja nur ein bisschen angefrieren und dann fallen sie runter. Das zählt ja als Kill. Das ist so mies. Jedes Mal, wenn er unser Schild wegmacht, bekommt er Kryonova zu spüren und gefriert dann wieder ein. Also, es ist einfach nur super, diese Kombi. Also, die ist wirklich gut. Ja, was haben wir? Okay, noch drei. Und dann müssen wir nie mehr solche weißen Waffen zusammensuchen. Außer es kommt dem 3 vor. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Den Schild. Ist hier vielleicht noch eine weiße Waffe? Oh, eine blaue sogar. Okay. Okay. Das letzte Mal habe ich es ja nicht gefunden. Man muss ja einfach hier hingehen. Wer schickt dich? Etwa Dirty Des? Ich brauche noch einen Monat. Dann habe ich die Sohle. Kohle. Schwesterherz! Ich war's! Ich habe ihn geschickt! Picke? Ich werd nicht mehr. Mein Bruder schickt einen Kammerjäger? Naja, wo du schon mal hier bist. Gleich kommen ein paar üble Scavs. Ihr Anführer will meinen Kopf auf einem Spieß sehen. Verschaff mir Zeit, den Jetfighter hier aufzutanken. Dann helfe ich dir. Abgemacht? Kammerjäger, hilf meiner
deiner Schwester. Dann klaue ich dir auch nie mehr etwas aus deinen Taschen. Versprochen. Was? Die erste Runde ist vorbei. Nächste Waffe. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, aber ich gefriere lieber. Am besten gleich alle ein, dann bekommen wir auch keine Schüsse ab. Weil letztes Mal war es so knapp. Sorry, oh, es lebt einfach noch einer. Sogar mehrere. Weil die machen Sau. Sogar beide sind Elpsianer. Ja, jetzt will er nicht mehr, hä? Oh. Ja, jetzt haben wir auch wieder die Digi-Checks zurück. Wow, wo ist denn der? Hängen geblieben. What? Sie hat mein besseres Drittel gekillt, Sheila. Keine Sorge, Kammerjäger, ich geb dir Deckung. Ja. Ja, lol, wo der ist. Ah, Bruce. Okay. Bruce ist schon down. Ich glaube, Bruce war auch das einzige Schwierige hier. Digi-Checks, wir brauchen euch. Es macht aber sehr viele schnell zu Eis. Das finde ich schon mal sehr gut. Okay, ey, die Feuerwaffe wird aber wirklich langsam schwach. Ja, und? Hast du ein Pullover? Und we are back. Oh. Okay. War jetzt gerade ein bisschen hin und her die ganze Zeit. Ah, ist wieder einer. Das ist auch wieder ein. So. Und du? Wow. Ich glaube, dieses Mal hat Eliza am besten überlebt, oder? Letztes Mal haben wir übelst die Probleme gehabt. Beim ersten auch. Und jetzt beim letzten Run haben wir gar keine Probleme mehr gehabt. Klar, ich bin ein paar Mal down gegangen, aber das gehört ja irgendwie dazu. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Du musst sie unbedingt kennenlernen. Ja, wir können zurück. Gut, das wäre erledigt. Jetzt müssen wir... jetzt müssen wir nichts mehr bei Triton Flats machen. Haben wir vier... Ey, wenn wir vier weiße Waffen haben... Nein, genau wegen einer. Ja, sonst kaufen wir uns schnell eine. Ich hatte eigentlich die Waffe gerade mitnehmen. Egal. Und wir haben noch Skillpunkt. So. Jetzt brauchen wir dann noch irgendwas Feuermäßiges. Es kann auch eine Pumpgun sein. Wir haben ja vorhin eine Feuerpumpgun gehabt, aber die war ja grün. Ich würde sagen, wir
bleiben schon bei Blau. Wer von euch? Das wollte ich nicht. Den habe ich noch nicht mal markiert. Und dann das hier noch. Die schlimmeren Schmerzen. Das mit dem Nachladen, das machen wir erst später. Das mit dem extra Schaden, das ist gut. Let's go. Der Claptrap ist auch immer noch da. So. Also, ich glaube, oder? Ja, zweiten Platz ist nur noch zu den Wachen. Jetzt gehen wir schnell. Könnte man am besten. Hat's dort oben? Aber ich hatte keine Verkaufsstelle. Na, dann müssen wir schnell. Das wird gar nicht angezeigt. Legende? War nicht hier auch Waffen, Munition? Ich dachte eigentlich. Hier ist jeden. Ja, komm, wir gehen jetzt halt sicherheitshalber dorthin. Ich bin so froh, dass wir uns jetzt. Oh mein Gott, was war das? Dass wir jetzt in dem ganzen Spielverlauf keine einzige richtige weiße Waffe so nachkaufen mussten. Das ist jetzt die einzige, die wir hier gekauft haben. Sonst alles ja eigentlich mühselig zusammengesucht. Okay, natürlich nehmen wir jetzt eine Pistole. Wäre sicher am besten. Okay, 92. Ja, okay, das. Sogar eine einzige Pistole hat. Nice. Mal sicher gehen. Ja. Das brauchen wir ja nicht. Gut. Wie gesagt, die Mission gebe ich dann erst ganz am Ende von unserem Run ab. Damit wir halt sehr hohes Level haben auf diesem Oskit. What? Okay. Rüstest für die Schlacht, werden die Soldaten. Deine Arbeit ist getan, ja. Kammerjäger. Wir sind bereit. Die Zeit ist reif. Genau. Bitte komm, um die Früchte deiner Arbeit zu erleben. Sende die Koordinaten. Also ja, wir gehen jetzt noch nicht nach Concordia. Erst wenn wir alles andere abgeben müssen. So. Ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten. Ah ja, okay, wir können die Mission abgeben. Dann bekommen wir noch eine Pumpgun dazu. Ist ja auch gerade gut. Und vielleicht hat er ja instant eine neue Mission. Zwar. Nö, die kommt erst später. Das ist ja das mit dem Geisterzeug. Also mit dem 13. Untergeschoss. Die MP haben wir noch gar nicht angeschaut. Sie ist sehr, sehr gut genau. Ich hoffe, sie macht auch dementsprechend gut Schaden. Ja, gibt die Pumpgun, komm. Ei. Die Pumpgun war ja nicht schlecht. Falls hier diesen Laser jetzt gar nicht mehr ja, Schaden verursacht, können wir ja hier die Pumpgun nehmen. Ist zwar nicht Feuer, also die Pumpgun. Das spielt ja auch keine Rolle. So. Okay, wir machen als erstes den Rundgang mit Nina. Müssen wir hier hin und dann hier. Und dann können wir instant so einen Bogen eigentlich laufen. Ja. Jetzt habe ich die Mission nicht umgewählt. So. Ja, eigentlich weiß ich ja, wo dieser Typ ist. Deshalb. Hier oben bei diesen Felsen irgendwo. So.
lol. Was hat der für einen Bug? Ah, das sind unsere Zinseszins. Ah, das ist der Schaden, den er immer wieder bekommt. Okay. Das sieht aber übel strange aus, die ganze Zeit so Münzen. Folge deinem Herzen. Und so weiter. Genau. Die sind von Schwester Nina, falls du es riskieren willst. Von Nina? Keine Ahnung, wie oft die mich schon zusammengeflickt hat. Ich hab immer gehofft und geträumt, aber ich hätte nie gedacht. Ja? Hast du ihn töten? Nimm Säurewaffe. Mal sehen, wie fest Liebeshaut ist. Was zum? Dafür stirbst du! Sorry, Track. Drongo Bones. Wow! Danke! Ey, was mischst du dich ein? Das war eine private Auseinandersetzung. Oh Gott. Ah, beim Fenster. Ah, okay, da sind die Critical Points. Jetzt können wir halt viel genauer agieren. Oh nein, es kommt schon wieder so ein Flieger. Nein, Nina, bleib bei Plan. Gefällt den Kandidat Nummer 3. Nicht vergessen, Karte. Er ist hinter uns, oder? Also so viel Schaden macht es auch nicht. Ich überlege mir fast wieder den Laser zurückzuwechseln. Weil der Laser war ja der stärkste von den beiden Lasern, die wir ja vorhin ausgerüstet haben. Also der Feuerlaser haben wir ja viel früher bekommen. Oh, wir haben keine Luft mehr. Wait, what? Wir haben keine Luft mehr. Ah. Noch nur schnell aufzukommen. So. Jo, das wollen sie aber wirklich wissen. Ja, ich rushe jetzt schnell durch. Wenn es geht. Abbetonen, wenn es geht. Dammit. Hat's. Check. Ach komm. See ya, boys. Okay, go. Was fällt dir ein? Kommt einfach raus und geht durch. Nein, habe ich das Geschenk vergessen. So lost. Ey, warum passiert mir heute ständig so Zeug? Oh. Oh, jetzt müssen wir nochmal schnell dort. Oh, ist so lame. Tut mir leid, Leute. Oh Mann, wenn solche Sachen passieren. Also jetzt ist definitiv dieser Run viel langsamer als der zweite Run. Viel. Man hört einfach immer noch die Laser. Ja, Luft tanken. Weg von hier. Nochmal Luft. Ab. Gerade nicht nett, aber ja. Hat uns wenn schon einen Boost gegeben. Nein, hier wäre noch eine weiße Waffe gelegen. Was? Ich wollte anschalten, dann lädt der nahe. Typisch. Okay, diesmal haben wir genügend Luft. Hinter uns ist wieder so ein Piep. Hör auf! Das ist mein Aiming wieder. Ah! Geh einfach. Wir müssen jetzt schnell hier. Das ist der schnellere Weg eigentlich. So. Oh. Der Typ konnte sich null wehren. Kam raus. Wollte schnell die schöne Sonne genießen. Sehen seine Hände. Stark. Gut. Geben Geschenke.
Dich kenne ich doch. Schwester Nina. Ja, klar. Er sagt dir, das ist echt süß und alles, aber kein Interesse. Was? Er verschmäht Ninas Liebe. Tötte ihn mit Feuer, dass er brennt wie meine Wut. Ha, so leid sterbe ich nicht. Hier drin brennt er ja noch mehr. Jetzt war die Waffe wieder gut. Das Geld einfach. Nina, du warst immer die Richtige für mich. Tödlich stark mit der Richtigen. Ich glaube, es ist fertig. Ich musste nur sicher gehen, dass du es ernst meinst. Und nichts bringt ernste Absichten klarer zum Ausdruck. Okay, wir lassen. Kommst du zu Nina? Sieh dich flink. What the hell? Was machen wir hier? What? Das ist ja noch random als die Geschichte selbst hier. Hey, das war nicht dein. So. Sehr gut. What? Wo sind wir wieder nur reingeraten? Okay, wir müssen jetzt dorthin, wo ich gerade hinblicke. Genau dort, zu diesem Höhleneingang. 360! So übelst ohne Scope dann. Oder ohne Schuss. Okay. Oh nein, ist wieder. Können Sie uns mal in Ruhe lassen? Mann. Wahrscheinlich nicht. Ja, sie gehen ja down. Oh nein, jetzt kommen aber auch noch die kleinen Gegner hier. Jo, und Tom. Okay, wir gehen weiter. Komm. Sie hoch da. Gut. Es ist wieder eingefrieren Zeit. Tiefkühlfach. Kommt wieder zum Vorschein. Also ja, die Waffe sollten wir eigentlich auch langsam wieder umwechseln. Die haben wir ja von Nina bekommen. Das sind sie. Ich brauche die Kleinen. Die Großen, da müssen die Eltern sein. Sieht nicht gerade freundlich aus, was? Naja, wie sagt man, wo gehobelt wird, da spritzt Blut. Was? So. Mal sehen wir mit dem Rudel von meiner Tochter. Ja. Dann müssen sie wieder sowas einsetzen. Die schreizen dir ganz schön ein, was? Feuer. So wie die Waffe ja auch heißt, Firestarter. So. Okay, die. Wie heißen die Thrasher jetzt? Riss Thrasher, okay. Jetzt ein paar von den Kleinen zu fangen. Aber achte darauf, dass sie überleben. Vielleicht schnappst du ihre. Es ist perfekt. So. Ja, wir machen einfach unsere Smashs. Ist jemand eingefroren? So, danke schön. Ah, nice, wir haben es ja schon. Ah, jetzt kommt noch die großen Gegner. Die vergesse ich auch immer wieder. Oh mein Gott. Ja. Riesig auch irgendwie da. Da ist er einer. Da kommt der nächste. Das waren ja wir irgendwie letztes Mal. Und da kommen jetzt 6, 5 oder so. Keine Ahnung. Sind die restlichen. Ah, da sind sie.
Wenn es nicht unser Schmetterstoß ist, dann gefrieren wir sie mit unserem Schild ein. Okay, es waren wirklich 5 Stück. Was ist hier? Oh, ich dachte, da wäre irgendwas gelegen. Jetzt müssen wir wieder... ich glaube... Wir müssen zu Outlands Canyon. Ah nein, es ist ja wegen Liebe und Triebe. Das ist ja fertig. Lieferung bis Bordsteinkante. Go. Ich glaube, wir machen noch schnell diese Mission und dann hole ich mir schnell was zu essen. Aber irgendwie übelst Hunger bekommen. Geil. Nein. Sag mir jetzt nicht, wir kommen. Na gut. Ich hatte schon Angst. Als ob. Na gut. Nein, ich hab. Ah nein. Ich dachte, ich hätte es an- und ausgeschalten. Ich dachte, wenn wir jetzt schon das letzte Mal hier sind, können wir ja nochmal das Schaltersystem machen. Whee! Aber man bekommt auch von diesen Geistieren Luft. Macht eigentlich auch Sinn. Ist ja so eine Luftquelle. Aber mit mehr Druck passt ja eigentlich. Sogar der Weg passt auch sehr gut von den Schaltern. Nice! Und schon geöffnet. Es gibt vor allem nur eine rote Kiste. Wow. Hätte jetzt auch Besseres erwartet. Kommt man hier rauf? Na, schade. Das war ein Secret. Gefüttert, oder? Nein. Ja. Ah, stimmt. Bei ihm bekommt man ja diese Waffe noch dazu. Jetzt müssen wir nur noch diese Teile zusammensuchen. Wir müssen noch mal hier zurückkommen. Wir haben ja hier das Museum noch nicht gemacht. Nein, das habe ich komplett. Schade. Okay. Gehen wir jetzt noch schnell zum Schnellreisesystem und dann hole ich schnell was zu essen. Kommt was. Nie mehr weiße Waffen. Oh mein Gott. So ein tolles Gefühl. Endlich können wir wirklich die schlechten Waffen auch in Ruhe lassen. So toll mit diesem Oskit. Okay, Outlands Spur. Gut, ich komme gleich wieder. Bis gleich, Leute. Thank you.
bla bla, großer Held, bla bla bla, sehe ich gut aus, bla bla bla.
Arme Mom. Als ich diesen Buddy-Double-Job angenommen habe, mussten wir meinen Tod vortäuschen. Sie hat gelacht, als man ihr die Nachricht überbrachte, aber innerlich war sie bestimmt in Tränen aufgelöst. Da bin ich fast sicher. So. Bin wieder back. Ich wollte mir irgendwie Chips holen oder so. Aber wir haben nicht so leckere gehabt, wegen dem habe ich nicht mehr so Bock gehabt. Ah, Mann. Habe ich mir schnell ein Brot gemacht. Aber wegen dem hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich halt nicht einfach nur die Packung nehmen konnte. Ah, Mann. Das wäre so einfacher gewesen. Geh nach Outland Spur. Ja, ich würde sagen, wir machen als erstes das von Spring und dann machen wir den Flussregler, weil wir müssen dann von hier aus wieder hier zurück. Let's go! Vor allem, ich habe die Brote eigentlich schon fast wieder ja, ganz aufgegessen. Ich verwecke mich immer in Gesprächen vorne. Okay, das funktioniert. Tut mir leid. Oh nein, wieder ein leichter Typ. Alle, ihr seht einfach verdammt gut aus. Was? Ah, wieder hier durch. Ja, ist halt übelst der lange Weg. Wir pulverisieren da Kraken-Lawine. Okay. Ja, go! Auf sie! Okay, wir brauchen Luft. Oh. Ah, hier kommt dann auch wieder Scavs. So wie ich mich recht entsinne. Okay. Wir brauchen Feuer! So. Weiter geht's! Worte gehört uns! Los, Leute! Was hab ich dir über die Rüssel erzählt? Na egal, komm. Wir lassen die jetzt mal komplett aus. Außer man muss das in der Mission machen. Ah, okay. Na, kommt aus den Überresten von diesem Ding da oben. Von diesem Ding da oben? Vielleicht sende was? Sendeturm? Ja, Dings da, genau. So. Irgendwas kommt. Ja. Wow, eigenwillige Oberlichtgestaltung, was? Die kriegen ihre Kaution garantiert nicht zurück. Sei leise. Mach nicht so viel Krach. Du hast mein Signal bekommen, hä? Ja, ja. Gut, eine Meute Scavs hat mich bis hierhin verfolgt. Angeführt von einem Schrauber namens Boomer. Sie wollen meinen Kopf, weil ich ihnen ihr Diebesgut geklaut habe. Ich habe mich hier verschanzt, um zu kämpfen. Aber es sind zu viele, um... Du darfst gern davonlaufen. Sie kommen. Geh runter und hilf mir, sie abzuwehren. Ich lege das Spiel von hier oben um. Ja, komm nur her, Boomer. Alright. Ey, tut mir leid, wenn man irgendwie schmatzen hört oder so. Ich finde es auch übelst unangenehm. Aber tut mir leid, wenn ich es in diesem Fall mache. Okay, schnell wegmachen. Sehr gut. Ah. Oh, nice. Der war sehr nice. Next. Ah, das ist wieder ein Bestes. Amelia heißt ich abenteuerreisig. Bedeutet. Jenny Springs mein Name. Glaubst du, dass du diese Schießerei überlebst? Ich hoffe es. Andernfalls habe ich 300 Visitenkarten für dich zu mir nicht treffen lassen.
Sehr gut. Ich auch, krass. Traumatisierend, wenn man so seine Freunde oder Crew sieht, ja, runterbashen oder runtergesmashed werden oder eingefroren zu werden und dann in 1000 Stück zu gehen. Ist nicht nice, so ein Skeff zu sein. Gar nicht nice. Ja, wer will schon hier auf Elfes leben? Ah, hier ist sein Kopf. Dann zählt nur das Gesicht. Keine Ahnung. Glaubst du, dass dein Schoßhündchen dich retten wird, Prinzessin? Du hast mich bestohlen und darauf steht die Höchststrafe. Einen Dieb kann man nicht bestehen, Kuma. Hol es dir zurück, wenn du dich traust. Oh. Er wollte ihn droppen. Ja, schnell ein paar Hakengranaten dorthin platzieren. Boah, der ist selbst ein Down gegangen. Ey! Ich will eigentlich das Flugzeug. Den Artis Boomer läuft. Der Boomer ist down. Du hast eine tolle Persönlichkeit. Schade, hat er nichts Legendäres gedroppt. Okay, ich nehme an, das ist der letzte. Alles miteinander, Säure, Kryo, Feuer, Schock. Du hast dir deine Belohnung verdient. Ey, das ging jetzt wirklich hießen? Absolut ohne Probleme. Letztes Mal haben wir Probleme bekommen. Beute? Hast mir schließlich geholfen. Willst du killen oder willst du nicht gekillt werden? Man sieht dich. Sie redet so weiter, wir gehen einfach. Ist da was? Danke nochmal. Ich verzieh mich lieber, bevor noch mehr Scavs auftauchen. Dumm gelaufen für dich, Springs. Du gehst dieses Mal leer aus. Was soll das denn heißen? Klar hab ich was abgekriegt. Ich habe Emilias Nummer. Ich gehe grundsätzlich genau nie leer aus. Ja. Jetzt muss ja nicht mehr Moxie hinterher gehen. Wieder ein bisschen Luft auftanken. Okay. Jetzt haben wir. Oh mein Gott. Jetzt habe ich instant plötzlich wieder vor Augen gehabt, dass bei der Roboterfabrik ein Bereich kommt, den ich letztes Mal gar nicht mochte. Und das ist dieser Bereich mit diesen Geschützen, wo man ja die ganze Zeit so warten muss, bis die Geschütze ja die Gegner besiegen. Das dauert so lange. Also das war ja im letzten Run. Und jetzt sind wir ja im Ultimate. Und ja, keine Ahnung, vielleicht dauert es jetzt noch länger. Es wird wahrscheinlich noch länger dauern. Egal, wir sehen uns dann. Okay. Und wieder sind wir hier. Naja, wir kennen uns. Das Übliche halt. Ja, komm. Egal. Ich würde von dieser Hydraulikpumpe wegbleiben, wenn ich du wäre. Ohne den Flusswinkel könnte sie ein klitzekleines bisschen so ausschlüpfen. Miss Lux bragt schon seit Wochenende vor des Econets, dass sie die Blackbox der Dragonsburg hat. Los. Dachte, wir würden noch die Leiter treffen, aber es
kann nicht ganz gereicht. Sieh! Als ob kann man wirklich. Ja, GG, Leute, wir gehen einfach hier durch. Man hat halt keine Luft mehr. Aber es geht auch ohne. Es geht mit Sicherheit auch ohne. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht nach oben, aber egal. Wir sehen Dead End. So. Plötzlich hört man wieder Schüsse. So. Okay, finde Tony's los. Tony! Komm zu dir! Wir gehen links durch. Ist ja ganz am Ende von diesem Bereich hier. Also am Anfang von dieser Welt. Großer böser Kerl! Wo? Vor allem, dass ich wirklich auch den großen bösen Kerl gerade gesehen habe. Auf ihn! Das war ein großer Badass zu viel. Vor allem Level 54, gar nicht mal so schlecht. Hä? Es kommen keine Schmetterangriffe mehr. Nice. Badass 0, check 300, keine Ahnung. Wir haben schon sehr viele Badass erledigt. Du bist nicht die hässlichste Person, die ich je getroffen habe. Ja. So. Auf zu Tony's Los. Nicht die Ausstellungsstücke berühren. Ah, ein Besucher will meine berühmte Sammlung rarer Raumschiffteile besichtigen. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, jetzt eine Zigarette zu drehen. Wir müssen ja eh warten. Ich lasse es so, dass man ihn hört. Was? Okay, was? Warum? Dies hier ist das Startsystem für Rettungskapseln aus dem Raumschiff Gigantik. Sie wurde auf ihrem Jungfernflug zerstört. Nach der Kollision. Jetzt hört man ihn gar nicht mehr, geil. Tut mir leid. 11.000 Menschen an Bord starben beim Start der Rettungskapseln, als sie alle ineinander krachten. Und jetzt? Sagt er was? Das sieht aus wie ein Vogelkäfig, richtig? Falsch. Das ist der Energiekernregler des Solarschiffes Crusade, das im Raumdock explodierte. Was habe ich jetzt gerade Schaden bekommen? Abzustauben. Man versuchte ihn dann wieder einzubauen, aber die Crusade war bereits, nun ja, explodiert. Oh no. So. Die Führung geht hier weiter, wenn Sie mir folgen möchten. Er macht sich einfach weiter, oder? Mein bestes Stück ist dieser Flugdatenrekorder von der Drakensberg. Sie hat während des großen Berstens einen schweren Triebwerksschaden erlitten und stürzte nicht weit von hier ab. Er steht vor uns, aber es klingt so, als wie er sehr, sehr leise sprechen würde. Wenn es sein muss, krempel ich die Ärmel hoch. Oh Gott! Tatsächlich, das ist der Datum-Recorder. Nimm ihn. Los, nimm ihn dir. Tut mir leid, Tony. Hat jetzt gerade übelst gut gepasst. Es ist so eine Pause. Ist ein Teil der Hülle des Raumschiffes Wendell Jones. Die gesamte Besatzung starb, als der Koch statt der Kühlschranktür eine Außenluke öffnete. Diese Bauweise ist mittlerweile veraltet. Tja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Kommen Sie bald wieder. Ich baue meine beeindruckende Sammlung stets weiter. Wir haben das noch nie gehört, weil ich immer instant weitergemacht habe. Ah, die Tour kann man dann... Ah, okay.
Tony, es tut mir leid. Wir müssen dich zum dritten Mal wieder beklauen. Hey, nichts anfassen! Sie sind gar nicht wegen der Führung da, oder? Verdammter Gauner. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich... Edgar braucht ein Gyroskop für mehr Stabilität. Ich aktualisiere sofort dein Echo. Die undankbaren Einwohner nicht begabt. Du bist... Tja, mit so einer robusten Gegenwehr von Tony hatte ich nicht gerechnet. Du bist... Und dann schon wieder unterbrochen. Okay, wo ist das Gyroskop nochmal gewesen? Okay, das ist wieder zweiten Platz. Okay, nur noch das. Zweiten Platz, go. Ah, das ist ja dort im Anfang Teil, wo auch Deidre ist. Oder Deidre, wie sie sie auch aussprechen. So, Jumping. Yeah. Da oben ist eigentlich immer Concordia. Das ist so auf dem Felsen drauf gemacht. So. Was ist du? Als ob geht das nicht. Schlecht. Hier ist nicht den Gyroskop. Mach dieses Kev-Molte fertig. Mit manchen Leuten ist einfach nicht zu reden. Aber Walter, das Universum wird vor Begeisterung erbeben, sobald die Excelsior in den Himmel steigt. Und alle meine Musik lassen. Ah. Mach's nicht zu gut, sonst denken wir ab aus. Hä? Ja, ja. Ich drücke tausendmal drauf und es reagiert null. Wir haben es fast gelassen. Komm zu mir ins Labor, dann siehst du ein Genie bei der Arbeit. Es könnte aber wieder ein bisschen Ärger mit dem Nachbarn geben. Und der ist dann. Die mit Sicherheit auch. Will der? Junge wollte gerade abheben wie Buzz Lightyear. So. Wieder ein 54er. Also. Ja, GG. Gut, haben wir den Ultimate-Gegner hier auch schon besiegt. Langsam können wir auch wieder Mondstein ausgeben. Wir haben ja noch ein paar, die man 50 zahlen muss. Und sonst dann eigentlich alles 100. Jetzt müssen wir das mit Cosmo machen, okay. Also wieder da nach ganz oben. Hey! Hä? Warum konnte ich nicht hüpfen? Ah, egal. Nice. Mann! Ja, auch das Explosiv, was immer explodiert. Hallo? So. Und wieder eine weiße Waffe. Brauchen wir nicht. Und wir gehen nach oben. So. Go, 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 go. Wir kommen ja halt nicht hier nach oben. Glaube ich jedenfalls. Ausgezeichnet! Jetzt ist die Excelsior fast bereit zum Start. Eine Aufgabe bleibt aber noch. Chuburas, das ist ein gefährlich nah an meiner Rakete. Wir dürfen keine Kollision riskieren. Hol sie vom Himmel! Yo!
wie instant das Schokolad so auftaucht. Ja, sind dran. Okay. Gut. Ach, hier war noch ein Darksider, Leute. So. Go. Die Tür ist auch zu, also man kann jetzt nicht rausgehen, wenn die Rakete abhebt. Die Flugbahn sieht gut aus. Und lass die Musik erschallen. Und warte auf den Thriller. Yeah, man. Dubstep! Was? Oh, los zu den Sicherungen! Nein, das ist unmöglich! Meine Musik darf nicht sterben! Ich werde das Signal verstärken, auch wenn mich das in beträchtliche körperliche Gefahr bringt! Warum? Ich brauche mehr Energie! Mehr Energie! Das ist immer dasselbe. Dafür bekommen wir immer einen guten Raketenwerfer. So. Auf zum Zug? Nein, noch nicht. Wir gehen jetzt noch nach Concordia, geben dort die Mission ab und dann heißt es auf zu dieser Roboterfabrik. Ich bin schon gespannt, wie das DLC so kommen wird. Oder auch wie die Geschichte so ist. Weil an das DLC kann ich mich so gar nicht erinnern. Ich weiß, dass es in Claptrap ist, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. So, was alles genau passiert. Wenn ich angesteckt, dann Nina dankt Kammerjäger. Vielleicht du finden selbst eines Tages richtigen Partner und was? Ja. Zu den Waffen wäre hier. Ja, wir schließen die schnell ab. Man muss sie dann hier ja annehmen. Wegen dem. Werde Zeuge der Revolution. Einer von uns, mein Freund. Einer, der liefert. Einer, der gibt. Ein Botschafter der Hoffnung. Bereit, Schulter an Schulter zu stehen. Mit der Volksbefreiungsarmee und zu sagen, es reicht. Aus diesen Knarren werden wir eine furchtbare Waffe schmieden, die die alte Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert. Die schlimmste Waffe, die ich je gesehen habe. Wir erklären der Bedeutungslosigkeit den Krieg. Und wir kämpfen ihn mit Kunst. Echte Kunst, die einen Standpunkt vertritt. Mächtiger als 1 Million Kugeln und weit weniger blutig. Diesmal hat es diese Volksbefreiungsarmee echt geschafft. Ich kann ja, übelst. Naja, es ist eine Metapher. Du weißt doch, was eine Metapher ist, oder? Ist das ein Skag? Der letzte einfach. Gut, wir haben... Durch das, dass wir jetzt sehr viele Waffen einfach mitnehmen können, haben wir auch dementsprechend dann sehr viel am Vorrat von dem Geld. Auch zu Triton Flats. Wir gehen jetzt Hauptstory nach. Ich würde sagen, wir machen einfach noch das, was bei der Hauptmission kommt, damit wir morgen dann alles Restliche noch machen können. Geil, ey, wir haben jetzt heute, obwohl ich dachte, dass wir ein bisschen langsam sind, haben wir jetzt trotzdem eigentlich eine Menge geschafft. Klar, es bleibt uns dann auch noch ein bisschen wieder offen. Also jedenfalls nach der Fabrik kommt ja das mit dem Canyon. Und irgendwas anderes kommt auch noch. Ich weiß nicht mehr so recht. Irgendwas kommt jedenfalls noch. Eine andere Mission. So. Weißt du, was fantastisch ist? Du! Ich kaufe ihn.
als ob haben wir genau die... Ah, es ist eine Railgun. Schockt Feinde und explodiert. Ey, egal. Und hat eine 40%ige Chance und ist 430. Hat einen Schuss. Ich will mal sehen. Okay, ey. Ist auch gut. Ist halt nicht so eine Schrottflinte mäßig, sondern mehr ein Strahl, aber... Ich hab nachgedacht. Jetzt, wo ich frei bin von ihm, sieht die Zukunft so hell aus. Ein neues Leben verlangt einen neuen Namen. Felicity, I know. Das bedeutet Glück. Von jetzt an bin ich Felicity. Ja, klar. Warum auch nicht? Ja. Okay, verbinde mich. Ich rufe den Zug. Komm aber ein paar Minuten. Achtung, Zug fährt ein! Sehen wir uns die Fabrik an und bringen den Laden wieder zum Laufen. Wo sind die Wir brauchen den Haufen Roboter, wenn wir die Helios zurückerobern und alles retten wollen und so. Kapische? Klappen da ist wahrscheinlich Feuer, ne? Ja, nochmal, okay, down. Auf nahen Attacken kommt sie nicht so klar. Und schon down. Ja, ja, wir gehen auch. So. Das krasse ist, das ist jetzt die zweitletzte Elpis-Region. Und danach, also nach dieser Region geht's dann Richtung wieder Helios. Wenn wir eine Weile in Helios bleiben, also für die nächsten 2-3 Tage. Und ja. Dann kommt schon wieder die Boragobüste, also es dauert nicht mehr lang. Boah, sind es viele kleine. Ganz schön Eis hier. Lol, ich habe eine Trophäe bekommen. Sehr viele eingefroren wahrscheinlich. Ja? Ist immer gut. So, wir gehen. Jo, jetzt übertreiben sie aber. Er hat uns gerade so viel Schaden gemacht, dass wir instant das Schild weggehabt haben. Damit ich sehen kann, was funktioniert. Und kill unterwegs ein paar von diesen Viechern. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß es machen kann, neue Systeme zu erkunden. Also, jetzt macht sie uns alles wieder auf. Sie geht ja so oder so kaputt. Vielleicht geht sie egal, was wir machen. Let's go. Jetzt kommt das Riesenmonster. Zu sagen, dass du das Ding killen musst. Ja, kein Problem. Ah, plötzlich macht verbrennt noch Finger, weil die Ziege ist jetzt durch. Tut mir leid, plötzlich so Schmerzen einfach. Okay, let's go weiter. So. Ja, wir rushen hier ein bisschen durch. Oh, wir haben einen Laser. Sobald das ein Laser da ist, gehen wir einfach hinten auf diesen Tisch. Oh, da ist noch. Ja, okay. Das macht aber heftig Schaden. Und ist genauer als die Pumpgun. Für so auf weite Entfernung ist es sicher nicht schlecht. Okay, jetzt müssen wir hier die ganze Zeit... Wir haben ein Problem.
die Gegner besiegen. Das Sicherheitssystem ist ziemlich heftig, also... Heftig? Ah, heftig. Ja, ja, okay. Sorry, ich mache uns die Tür auf. Kümmere dich um die Schütze. Klasse. Und, danke noch. Sogar erst im Luftbereich, also er kann anfangen zu brennen. Hey! So. Die Mission Überleben. Hä, was ist denn Überleben? Irgendwas ist hier am Boden. Ah, das sind die Laser, die hier. Sind die eigentlich. Das sind schon die Proportionen. Ah, okay, das war jetzt ein schlechter Vergleich. Down. Kein Gegner. Na, sieht nicht so aus, als übelst stark wäre. Die Lebensbalken sind ja auch nicht so panzermäßig. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. Nein. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben. Nein, also. Wahrscheinlich wurde es jetzt kommen wir nach oben. Ja. Nach oh mein Gott. Rein und wieder raus wollen. Ja, ja. Hier wird schon wieder ganz anders. Anscheinend haben Scavs primitive elektrische Felder errichtet, um Trox fernzuhalten. Folge dem Kabel. Mal sehen, ob wir es deaktivieren können. Wir standen so vorne dran und es hat nicht getroffen. Ach komm. Diese Kabel müssen. Naja, ein bisschen ungeziefer können wir alles überspringen. Folge ihnen. Oh. Sie zeigen uns, wo es rausgeht. Oh, eine blaue Pumpgun. Brauchen wir nicht. Okay, Leute, so klettert man nicht richtig. Da ist der Hauptsicherungskasten. Wird er deaktiviert, kommen wir an dem letzten elektrischen Feld. Aber nicht. Allerdings werden dadurch wohl auch ja. Alle anderen Felder abgeschaltet. Also, ja. Vorsicht vor Trox. Go! Trox, wo kommen die denn her? Ah, wow! Okay, das war ein nicer Boost, muss ich sagen. So. Wow. Das ging mir auch ein bisschen zu schnell. Vielleicht mit Anführerin einer Scav. Ah, jetzt kommt wieder dieses Gebiet. Den Ausschuss der Menschheit immer wieder. Jeder gekillte Scav macht das Universum zu einem saubereren Ort. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir ja schon dorthin. Nein! Warum spawnen hier keine Gegner? Ah, man muss so triggern, okay. Aber es kommen immer noch keine Gegner. Nein! Das ist, weil wir die anderen über... Ah, nein. Ich glaube, wir müssen als erstes hier hin. Ja. Das war richtig. Nein. Der sieht danach aus wie eine Laserwaffe gehabt. In der Hand gespielt. Ja, hat er auch. So. Will jemand noch mehr? Ja, da haben wir einen Freiwilligen gefunden. Wo ist er? Ich werde die Schmetterattacke so vermissen, Leute.
war wirklich das Beste hier im Pre-Sequel. Ja. Ja, okay. Wir sind da direkt neben ihm. Ist ja egal, wer uns jetzt hier versucht dazu killen. Es. Nein! Ich muss meine Börsenmakler anrufen, Leute! Na, oh, da war wieder übelst Clowns. Sind auch zwei ultimativen Typen gewesen. Und waren sie alle? Jetzt macht es dann Boom. Losers! Und es ist wieder übelst laut. Dieses Ding nervt wahnsinnig. Ja, hallo? Hilfe? Ich werde im Hauptkontrollraum festgehalten. Er liegt genau vor mir. Ja, ja, ja. Meinst du, du könntest mich nun ja retten? Die verdammten Scavs fressen mich, wenn sie merken, dass ich nicht das bin, was ich vorgebe. Go! Und er ist down. Manchmal bei der Aiming ist übelst gut, manchmal übelst schlecht. Ha. Jetzt tun wir aber. Ja. Okay, jetzt brauchen wir Unterstützung. Die Waffe klingt auch übelst gut. Zwar, wir können eigentlich mal wieder ein neues Schild nehmen. Wow, bin ich gerade erschrocken. Man hat es mir vielleicht nicht angesehen, aber plötzlich so, what? Da ist er. Komm her, Boy. Und jetzt ist er angeworfen und weg damit. So, safe. Nein. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich ja. War hier so am Rumforschen an einem meiner Lieblingsprojekte, als die Scavs ankamen. Sie wollten mich zerstückeln. Da sagte ich, ich sei Arzt. Ich bin zwar Doktor, aber kein Mediziner. Ich arbeite für die Forschungsabteilung von Hyperion. Ja. Hey, Jack. Wieder mal sehr viel. Neu. Oh. Habe ich das jetzt gerade umgewechselt? Oh, sorry, mein Freund. Letzter und Kator, Abteilung D. Was führt dich hierher? Abteilung D. Oh, wir sollten vielleicht die an so super geheimem Scheiß arbeiten, oder? Mal einsetzen, die Skins hier. Blutmond haben wir bekommen. Und oxidiert. Was machst du hier? Das können wir löschen. Ich muss zurück auf die Helios und den fetten Laser dort von ein paar schräg aussehenden. Ups, jetzt habe ich es gestoppt. Erst zurückerobern. Tun wir das nicht, macht der Mond bumm und halb Pandora mit dazu. Ah, komm jetzt! Das Übliche. Mach die Tür auf! Oh Mann, ich hab mich schon gefragt, was da los ist. Aber was willst du denn hier? Solltest du nicht eher bei der Raumstation sein? Jack will eine Roboterarmee mit meiner die ganze Zeit, bauen und damit die Helios. Weil ich die ganze Zeit immer die Richtung ändere. Ach so, du willst meinen Prototypen? Tja, der ist noch nicht fertig. Nein, wir wollen hier Roboter bauen. Was meinst du mit Prototyp? Ach so, ich war mit einem inoffiziellen Projekt befasst. Dem Bau eines Masterbots, der einen unendlichen Nachschub an anderen Bots digistructen kann. Ist fast fertig. Aber wegen der Scavs konnte ich einige wichtige Teile nicht einbauen. Ich würde nicht wollen, dass ihnen ein so mächtiges Gerät in die Hände fällt. Ja, das Kerlchen. Das Kerlchen da. Natürlich. Können wir jetzt weiter? Ja, Freund. Wir brauchen nur die Hardware zusammenbauen, dann noch eine Militär-KI installiert und husch, schon spuckt das Ding kampfbereite Leute aus. Ich bin dir weit voraus, Mann. Was glaubst du, wozu Felicity hier ist? Was? Du willst mich in einen Constructor-Bot stecken?
Ich hatte mir was anderes erhofft. Oh, Constructor, hübsch. Tja, Technikfreak, dieser Prototyp kann also Gefechtsloader destructen, weil, ehrlich, diese Power... Wie sein Kopf genau durch das Ziel fern war, oder Zielvisier ist ja, von absolut. Unserer Waffe. Aber zuerst musst du den Prototyp fertig zusammenbauen. Dazu musst du dir Zugang zur Hauptbordfabrik verschaffen, durch das Transportgate. Ich überwache die Lauf. Systeme von hier aus. Jawoll, vorwärts, Team Roboterarmee. Kann ich da gar nicht mitreden? Klar, ist mir alles recht, aber mach meine Loader zu tödlichen Waffen. Okay. Übrigens, der Letzte, der mich übers Ohr hauen wollte, ist jetzt nur noch eine dumm dreinblickende Ansammlung von Einschusslöchern, klar? Warum sollte ich dich übers Ohr hauen, Kumpel? Du willst den Mond retten und scheinst ein aufrechter Kerl zu sein. Und du hilfst mir mal. Hyperion hatte auf der Helios einfach nicht das Gerät für mein Projekt. Ja. Und hier lag all diese alte das, was er gerade gesagt hat. Am Schluss, ihr wisst ja noch, was mit ihm passiert. Am Schluss ist einfach er im Weltall draußen mit den anderen Forschern. Hyperion schickt uns, sondern ich. Aber sie sind doch Hyperion. Oh Mann, diese Firma ist so cool. Das war nicht immer so, die Talks nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Aber da könntest du... Nein, wir waren doch durch. Also das finde ich jetzt schlecht. Null Chance. Ja, easy gang. Weiter. Danke, Doktor, so geht's. Wir haben irgendeine Herausforderung bekommen. Oder erfüllt. So random. So, jetzt kommen wir zu dem Gebiet, wo ich am meisten getiltet war. Ja, hier habe ich meist gearbeitet, bevor die Scavs ankamen und mich zwangen, ihr Arzt zu sein. Wir müssen das Areal von ihnen säubern, bevor es losgehen kann. Okay, go. Ich glaube, wir wechseln die mal. Gegen die hier. Wow. Sieht übelst geil aus. So, jetzt müssen wir hier noch die restlichen Sachen. Wow! Hä? Jo, wir haben sie gerade übelst gut getäuscht. Guter Untertan! Ja, in der Fabrik können wir mehr Schaden austeilen. Schon alleine nur wegen der Feuerwaffe. Keine Chance. Badass. Ja, Zhang. Aber gut. So. Ja. Auch noch währenddem das eingefroren ist, macht Sinn. Aber der hält jetzt übelst viel aus. Ich weiß ja nicht so recht. Der Laden hier ist der reinste Schrottplatz. Sicher, dass wir hier was Badassiges bauen können? Aber klar, mein Freund. Das liegt nur an den Scavs, dass es hier so aussieht. Zuerst müssen wir den Hauptstrom anschalten. Geh zum Schaltraum und zieh dich um. Abgeschlossen. Vielleicht kommen wir durchs Fenster rein. Mal sehen, ob ich die Schutzabdeckung runterkriege. Hey, Kammerjäger, verpiss dich! Es scheint, die Scavs haben sich da drin verschanzt. Dieses Sicherheitsglas ist kälteempfindlich. Vielleicht solltest du es einfrieren und einschlagen. Wow, bei dir Schutzmann! Hallo!
weiß einfach noch, dass sehr viele jetzt hier unten. Gut, wir können wieder gehen. Wir sind einen Schritt näher an der Rettung der Welt. Okay, jetzt wird's ernst. Zuerst müssen wir das Auge fertig. Ja, jetzt müssen wir die Bots holen. Ich habe den Prozess schon vorbereitet, aber das Material und nach dem Bot von einigen Sicherheitsbots. Wow. Allein bin ich nie angekommen. Lass mich müssen wir rechts entlang. Und dann können wir schon geradeaus. Na, noch so zwei Bereiche und dann ist es gut. Irgendwie ist die Waffe viel besser geworden. Das könnte natürlich auch weitere Scavs anlocken. Sieh dich also vor. Falsche Schalttafel. Du musst sie zerstören, um an ihre Augen reinzukommen. Gut, eine. So ist's gut. Hol den Rest. Wow! Wow, das war ein heavy, heavy Schlag. So, einfach auf die Lampen. What? Irgendwo schießt jemand mit einem übelst dummen Laser. Das war jetzt gerade nicht die richtige Waffe, aber ja. Jetzt musst du ins Oculus-Labor. Ich leite dich durch den Prozess. Ja, stimmt, wir müssen. Das war ja recht. Okay. Hä? Kaum ist er aufgefroren oder aufgetaucht. Oh. Ist er schon wieder eingefroren? Okay, let's go. Okay, leg die Teile in den Konverter. Ja, ja. Der schmilzt die Rohmaterialien ein und formt das Prototyp auf. Ein Augenkonverter. Eine Bazooka nehmen wir immer. Meint die, auch wenn wir sie nicht viel gebrauchen, man kann sie sehr teuer verkaufen. Das ist für meinen Prototyp vorbereitet. Das ist empfindliche Experimentaltechnologie. Echt? Sieht aus wie Toaster. Jawoll! All meine harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Jetzt schreiben wir Geschichte. Ja. Oh, wie wunderschön. Und jetzt einen reinpacken. In den Hauptraum. Wir müssen das Baby mit dem Haupttor so verbinden. Was macht der dort oben? Sich bewegen, Mister. Oh. Oh. Hä? Sein Zufluchtsort einfach. Und wieder ein Lasergeil. Was willst du? Oh. Okay, er ist schon pulverisiert worden. Ja, ja, komm. Mach auf. Müssen wir einfach das Auge einsetzen und dann wird's hochgefahren. Er wird einen Haufen Roboter produzieren. Genug, um die Truppen zu besiegen oder wer immer die sind. Sollte irgendwo hier sein. Irgendwie aus wie eine trauertragende Mülltonne. Nicht so gut. Dieser Constructor wird unerhörte Stückzahlen hochkomplexer Maschinen herstellen können. Jetzt müssen wir den Torso am Kransystem befestigen. Mhm. Ja, wir müssen noch den Kran. Er hat's geschafft. Ja, er will runterspringen und geht nicht. Ja, that was easy. Oh, ist ja irre, es funktioniert. Meine alte Professorin sagte, ich werde es nie zu etwas bringen, aber das war falsch. Und inspiriert. Er ist wirklich inspiriert. Ich soll da rein. Ja. Ich habe
habe mir überlegt, wegen der Installation, nun, ihr könntet mich so ein Lebensteil. Das dauert etwas länger, läuft aber auf das Gleiche hinaus und ich fände es weniger furchterregend. Wie viel weniger furchterregend, genau? Das eine ist eine Hirn-OP, das andere eine Kernspin. Ich, werd's mir überlegen. So. Gut, jetzt müssen wir noch die Geschütze gegen rechts müssen wir als erstes. Okay, jetzt kommt der schlimme Part, wo es auch am längsten dauern kann. Ich gefriere sie ein oder ich mache das Schild weg. Ich gefriere sie wahrscheinlich immer ein. Ich habe eine schnellere Methode. Aber sie waren auch letztes Mal übelst verpackt, wenn man mich fragt. So, los, drauf. Und der? Ja, zwei. Ich schaue einfach, dass sie keine Schilder haben, weil das ist halt auch das, was dann übt sich zieht. Ja? Mal? Okay. Ich nehme schnell Leben auf. Nein! Ja, ich muss jetzt halt hier immer nehmen. Ah, es kommen auch irre Badass. Na. Als ob. Ist sie etwa kalt? Ich glaube, der. Nein, der hat mich zu schnell gekillt. What? Das ist ein ja, komm. Ja, egal. Ich habe mich ja schon darauf vorbereitet, dass wir hier mehr down gehen. Also hier in diesem Bereich. Wir haben ja fast ein Drittel schon geschafft. Außer sie haben jetzt schon weitergearbeitet, währenddem dass ich im Kampf um dein Leben war. Was? Wir spawnen hier hinten? Hä? Sollte eigentlich nicht dort hinten ein Safe Point sein? Keine Ahnung. Sollte eigentlich, oder? Wir sind doch irgendwo immer hier gespawnt. Lol, es hat nicht gespeichert. Ach komm. So. Schütze brauchen die Kills, nicht du. Ja, ja. Das sind ja ganz viele. So, noch eingefrieren. Ich glaube, je mehr das es werden, ist halt umso nerviger. Bitte killt! Ach komm! Nein! Wo ist er jetzt hin? Es sind zu viele auf einmal. Nein! Und sie. Ja, okay, sie haben es bekommen, wenn schon das, aber. Genau der, den wir killen wollen, nehmen dann die Geschütze. Ich hasse diesen Teil. Ich hasse den so sehr. Den nächsten Teil ist wieder einfach. Übernächste auch. Der Bosskampf ist so einfach.
Ja, okay, ich weiß ja nicht, wie es hier sein wird. Alle haben noch die Schilde. Ich frage mich, wie treffen die mich, wenn ich in der Luft schwebe und sie eine Stampfattacke machen? What the hell? So. Okay. Ja. Es ist sicher nur der Badass, der so übelst rein hat. Nein! Gut, einer haben wir, wenn schon wieder. Ey! Wir können nichts machen! Nein, ey! Es ist doch so ein Joke. Gut, den hat. Ey, wir können keine 10 Sekunden hier stehen. Schon sind wir wieder am Schaden erleiden. Die Elpisianer einfach. Gefrieren wir sie sogar. Wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte erreicht. Nein. Ey, das ist doch ein Joke. Das macht so keinen Sinn. Es macht so keinen Sinn. Ja, und jetzt klaut dann das Geschütz wieder. Kalibrierung fast abgeschlossen. Nur ein paar Werte noch. Alter, ey. Ey, das ist so ein Joke. Mann! Wir können ja gar nicht helfen! Wir müssen einfach die ganze Zeit den scheiß Dummy spielen! Oh Mann, ist das nervig, diese scheiß Mission! Und jetzt instant kommt wieder so ein Teil! Hört auf! So, jetzt habe ich Digi-Checks trotzdem an. Jetzt kämpfen wir so lange, bis sie das erreicht haben. Ich will nur noch hier. Killt. Endlich. Bisschen Gegner, Mann. Los, kill ihn. Los! Als ob hat das nicht gezählt für sie. Bitte den richtigen killen. Warte, es hat ganz viele, die angeschlagen sind. Wo sind die jetzt? Oder was ist mit denen passiert? Sagen wir so. Das ist so ein Scheiß. Also die Mission hätte man ruhig auch die Geschütze ja raufskalieren sollen. Und nicht nur die Gegner. Weil die Geschütze sind garbage. Absolut garbage. Wow, Leute, sie haben einen gekillt. Oh mein Gott, GG, well played, Mann. Ich verletze jetzt einfach nur noch welche. Ey. Mir egal. Solange dass wir näher kommen an das Ziel, ist es mir egal.
kommt so ein Scheiß. Und ich hab's schon vorausgesagt. Oh, komm, bitte einen Kill. Sein, bitte. Es ist doch nicht so schwierig, oder? Es hat aber nicht viele, die tief vom Level sind. Jetzt bin ich 10-mal irgendwie sicher schon hintereinander gestorben. Bitte. Ja, ist gut. Bitte killt jetzt den. Ja. Rache! So viel Rache! Oh Mann! Das Ganze nur für so mickrige Geschütze, die dann eh nichts bringen. Weil in Borderlands 2 werden wir die ganze Zeit. Ja, vor allem diese Geschütze gehen ja weg. Aber in Borderlands 2 besiegen wir die ganze Zeit Constructor. Das sind so schlechte Gegner. Obwohl es ja die Big Boss-Teile sein sollten. Also von den kleineren Gegnern. Wir sind praktisch fertig. Ich fühle mich wie am Söldnertag. Ja. Also mein neues Zuhause, was? Ich weiß oh, ja. nicht, ob ich da einziehen will. Doch. Richtig. Die Beine sind in dem anderen Labor. Sie sind noch an eine Testversion des Dahl Power Suits. Du musst sie also wegbauen und ins Kransystem bringen. Ja. Es, wenn ich den Powersuit übernehme und die Beine dorthin steuere, wo sie montiert werden können, wäre das nicht einfacher? Hey, keine schlechte Idee. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wird ein guter Einstand für dich. Jo. Ich habe ja letztes Mal wegen dieser Mission oder diesem Abschnitt so einen Hass bekommen auf diese Elpisianer oder Mondsüchtigen, die sie ja damals geheißen haben. So. Keine Chance. Wow. Oh, ja, genau. Es waren zu viele Laser. Lasertypen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen! Ja, jetzt dienen wir schon wieder. Ey, sie können auch nur gewinnen, wenn sie unfaire Mittel einsetzen. Die schlechtesten Gegner einfach. Okay, wie habe ich das jetzt hinbekommen? Aus dem Trinkglas ist mir Wasser ins Auge gespritzt. What the fuck? Wirklich ein Fail gerade. Okay. Jetzt verpiss dich! Geh weg! Ey! Oh, scheiße, die Badass-Teile haben uns vorhin so reingenervt. So, was? Der hat uns voll gekillt.
So. Ja. Oh, Bob. Down. So. Komm hier noch. Jetzt wieder so eine Mondsteinbox. Ja, schnell rein. Warum können wir hier nicht drauf? Ist es so, ein Mensch zu sein? Grauenhaft. Oh Mann, das Spiel. Jetzt werde ich aber wirklich so, sie weit. Ja, okay, komm. Kack drauf. Ja, verpiss dich. Bisschen buggy. Ja, hat es direkt hier unten dran. Wegen dem ist es so buggy. Okay, bin bereit für Detonation. Zurück. Perfekt, Felicity. Kammerjäger, kannst du die Steuerung benutzen, um den Torso auf die Beine zu senken? Ja, das wird schrecklich toll. Ich weiß nicht, ob man. Na, ich glaube, man muss nichts. Es geht wenigstens weiter. So. Konstruktion ist endlich abgeschlossen. Nur die Hülle muss noch für eine letzten Test. Müssen wir noch ganz viel kämpfen hier. Können den KI-Kern dort installieren. Weißt du, Jack, ich fand es echt toll, dieses Gas zu töten. Vielleicht ist das alles ein Fehler. Ich töte auch nicht gerne. Die kommen alle von hier. Gerade ist Bombpunkt Nummer 1 gewusst. Muss er. Wir werden die Gleise drehen müssen. Geh in das Büro und benutze die Steuerung, damit es weitergehen kann. Ah, auf die andere Seite. Nice. Okay. Jetzt kommt hier noch Badass. Ultimativer Badass-Typ. Ja, ja. Ja, wenn sie rauskommen, sind sie. Happy Birthday! Ich glaube, sie hat eher keinen Geburtstag. So. Nein, als ob hat sie hier so einen Scheiß drin. Investieren. GG.
Du wurdest befördert! Also ja, ey, ich erwarte gar nichts mehr. Wir brauchen morgen wirklich bessere Waffen wieder. Ja. Auf der anderen Seite ist es nicht offen. Ne? Hologramme aktiviert! Ja, mit seinem Laser, Mann! So! Flammen ins Gesicht. Alter! Wie viel, dass die schon aushalten? Oder halt, ja, unsere Feuerwaffe ist nicht, oder Feuerlaserwaffe ist nicht mehr die beste. Der Prototyp scheint auf dem Weg in die Testkammer zu sein. Geh auch dorthin, damit wir unsere KI installieren können. Okidoki, die Uhr tickt. Ist dir etwa kalt? Zinseszins! Komm schon! Jo! Ja. Achso. Also gefrieren tut sie nicht so schnell. Das ist halt der große Nachteil hier. Ja, zehn wohl noch. Was macht der? Ah. Nice. Nein! Ja, egal. Auch nichts Spezielles oben. Gut. Moment, wartet! Ich will nicht, nein, dass mein Speicher bereinigt wird. Egal. Ich will nicht zu einem. Es ist tausendmal schon passiert und es ist nichts weiteres Schlimmes daraus entstanden, oder? Oder? Allerhöchstens ein paar Tage. Zu lang. Bis dahin hat Sape dann den Mond schon aufplatzen lassen wie einen Pickel. Tut mir leid, Kleine. Es hilft nichts. Kammerjäger? Los. Let's go. Ja, muss ich wohl sein. Sorry, Felicity. Zum dritten Mal. Nein, bitte nicht. Militärdaten. Alles, was uns im Kampf hilft. Löschen jetzt. Felicity, sorry. Oh oh. Unser Boss für heute. Was wollt, das könnt ihr haben. Felicity Rampant. If only Alpis had more time, ja. Aber wirklich so. Sie ist immer noch da drin. Wir brauchen, dass der Intakt abschaltet, aber nicht zerstören. Hä? Sie hat ja einfach das als krasse Fähigkeit, dass sie die ganze Zeit ja die Schilde, die Bots machen kann. Okay, Leute, ich brauche hier einen Laser.
Und unsere Pumpgun Blazer. Hier war's. Ja, eben. Yo. Ganz bestimmt. Ah, die... Hä? Was wollte ich schon sagen, ey? Warum? Die Hälfte ist erreicht. Ja, komm. Setz dein wahres Potenzial an. Los. Wow. Wie viel Leben brauchen wir noch? Oh. Oh, no. Nein! Nein! Als ob! Nur wegen dem Schild! Ey, jetzt müssen wir nochmal den ganzen Kampf nochmals machen. Ach, komm schon, genau am Ende. Genau am Schluss. So ein Scheiß einfach. Ja, explodier doch gerade neben mich, komm. Reg mich doch noch mehr auf, du Scheiß. Nur weil ihre oder meine Schüsse abgeprallt sind. So ein Kack. Weg, Matt. Ah, vielleicht wegen dem haben wir vorhin gebrannt. Vergessen. Wie gesagt, Amokstelle sind die. Okay, sie ist jetzt dann. Und dann. Unnötig. Na, jetzt fliegt sie noch darüber. Komm. Mach hopp. Das ist nur ein Tank. Wow, das war heftig. Oder sah jedenfalls so aus. Egal, gut gemacht. Dann wollen wir mal sehen, was das Ding rausstampfen kann. Gladstone, bauen wir ein paar geile Roboter. Ey, wir bekommen nur
grüne Waffen. Ey, das ist doch so ein Job. Wir sind im Ultimate und wir haben schon so viele grüne Sachen bekommen. Das ist krank. Na egal. Ja, Sir. Das hab ich gemeint. Supergeil. Kann ich jetzt mehr davon produzieren? Na logo. Wenn ich so drüber nachdenke, so manches müsste... Wenn ich noch mehr drauf hüpfe, kommt dann auch mehr. Na. Coole neue Namen und Farben für Hyperion. Ja, wir haben 3 Skins bekommen. Really? Okay, ich denke, wir können loslegen. Komm wieder zu Moxie. Dort rüsten wir dich für den großen Kampf aus. Ja. Ey, wir haben keine legendäre Waffe bekommen seit dem Ultimate. Außer ganz, ganz am Anfang. Okay, weiter geht's. Wir kehren noch schnell zu Moxie zurück. Das ist halt einfach abgeschlossen jetzt. Und sobald es die Mission dann... Ja, dass man die Mission abschließen kann, machen wir einen Stopp für heute. Also haben wir 3 Stunden, eine Stunde überzogen. Ja, okay, ich hatte auch Verspätung, war auch ein bisschen weg ab und zu, wegen dem. Und ich hatte ja letzte Woche so ein paar Tage, wo ich Pause gemacht habe, wegen dem trifft sich das gerade recht. Gut. Jetzt wird's richtig lustig. Ich habe etwas Beute für besondere Anlässe versteckt. Das hier dürfte einer sein. Bedien dich. Ah. Jetzt kommt wieder ihr komischer Laser. Den nehmen wir wieder und... Nein, das nehmen wir nicht. Das war nicht ein gutes Schild. Okay, es geht los, Leute. Das Störsignal ist aus. Wir haben eine Roboterarmee. Zeit, die Helios zurückzuerobern und den Todeslaser abzuschalten. Ronald ja. Und ich stoßen dazu und unterstützen euch. Und ich feuere euch von diesem gemütlichen Lokal aus an. Ich weiß nicht, wie haarig die Lage dort oben ist, also rechnet mit dem Schlimmsten. Los geht's. Wir zischen per Schnellreise. Ja, wir werden die Mission ja nicht zu Ende machen. Wir verkaufen ein bisschen Zeug. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Die behalten wir noch. Das Schockteil von Moxie, das habe ich jetzt instant einfach verkauft. Das haben wir jetzt die letzten 2 Runs immer eingesetzt und es war einfach nicht gut. Es hat nicht viel gemacht. Okay. Dann hier haben wir noch Stingray. Die verkaufen das auch. Hier auch. Und dann noch 2 Schilde. Das sind eigentlich 2 nutzlose, normale Schilde. Okay. Wir haben auch noch irgendeinen Skin bekommen. Blutmond. Oh. Von der Farbe her würde ich es besser finden. Dann haben wir doch noch irgendwas bekommen. Nicht weiße Snickets. Trost von Maliban. Hyperion Mood, Scarfhacke. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher oben dran. Ah nein, okay, Blutmond ist zweitoberst. Ja. So, beim normalen Check, wie sieht's. Ja, okay, wird einfach Blondling. Wow. Sea-Liner. Das halt, ja, ich glaube, das sieht so am strangesten aus. Zwar passt dann auch nicht mehr der Skin, oder? Ich glaube, ich mache wieder zurück auf Eridianische Leibgarde. Das war ja der Skin zu dem Kopf. Ja, das passt. Ist ja dort, wo wir bei der Holo-Kuppel waren. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Schlussstrich für heute. Vielen, vielen Dank fürs Dasein, für den Support natürlich. Ich wäre jeden Tag frühestens 2 Uhr nachmittags wäre ich hier live, wie immer. Wenn ich Verspätungen habe, also so um 2:30, 3 Uhr
hier noch nicht am Stream bin, dann ist mit Sicherheit bei Instagram, habe ich dort irgendwas in die Story gepostet, ob es eben Verspätung gibt oder ein Komplettausfall ist. Da werden einfach alle Infos, ist auch alles verlinkt unten. Man findet es leicht. So. Nur für den Fall der Fälle. Sonst, morgen machen wir normal weiter. Wieder hier bei Borderlands The Pre-Sequel. Wir haben auch wirklich eine Menge an Nebenmissionen hinter uns gebracht. Jetzt das Einzige, was noch so auf uns zukommt, ist Helios halt. Und nach Helios gibt es so ganz einzelne Nebenmissionen, also nicht viel. Wegen dem, wir sind jetzt sicher über der Hälfte schon angelangt. Nice. Ey, ich freue mich jedenfalls. Vor allem, ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen. Je nachdem, wenn ihr jetzt wieder auf YouTube anschaut. Vor allem einen schönen Wochenstart wünsche ich euch morgen. Ist ja morgen Montag. Ich hoffe, ein schöner. So, und dann sieht man sich morgen. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Peace out, Leute. Bis morgen. Bye. See ya.